So, und damit herzlich willkommen hier zum ersten Spieltag hier in Bonn. Eintracht Bonn gegen Viktoria Hagen. Das Spiel kann beginnen. Natürlich beginnt das Spiel nicht direkt. Natürlich müssen auch die Spieler erstmal aufs Spielfeld kommen. Man hat gesehen, Eintracht Bonn ein kleines Rebranding. Es ist das Jahr der Comebacks und der ganzen Rebrands. Eintracht Bonn mit einem neuen Logo in der neuen Spielzeit. Zum DFB-Pokal gab es ja noch das alte Logo, das heißt, es gibt auch wieder neues Merchandise und die neuen Trikots mit dem alten Logo sind dann schon ein wenig etwas Besonderes. Ja, die Eintracht spielt mit einem 4-3-3 mit Dame und Biagi Jesus in der Offensive. Wolfi der Kapitän. Und dann haben wir bei Hagen eine 4-1-2-1-2 mit Dewald in der rechten Verteidigung. Dali, Kirsipu auf den Flügeln, Sohn im offensiven Mittelfeld und Andersson und Dink im Sturm. Beide Teams sind hier heiß auf den Bundesliga-Start und auch gleichzeitig heiß auf die ersten drei Punkte und das Spiel beginnt. Der Schiedsrichter pfeift die erste Partie beider Mannschaften an. Bonn gegen Hagen. Wer kann dieses Duell für sich entscheiden? Und da hat Hagen auch schon mal die erste Gelegenheit. Jetzt über Lars Andersson und Hund mit der Glanztat. Das hätte hier durchaus gefährlich werden können. Jetzt Bonn mit dem Gegenangriff Tari, da ist Kilian Dame, Masur, Gerbig, und Dewald geht da schön dazwischen. Masur, das ist Tari. Masur auf Felipe Jesus. Er sucht da Gerbig auf dem Flügel, hat er auch gefunden, da ist jetzt Kilian Dame. Der Goalgetter der Bonner. Wobei sie haben auch, wie gesagt, auf den Flügeln auch zwei Spieler, die hier echt gut darin sind, Tore zu schießen. Genauso wie Dermann. Dink. Auf Andersson. Ja, auf Samuelsson! Noch nicht. Rob Dali auf Andersson. Zwölf Minuten gespielt. Bisher steht es hier weiterhin 0-0 in dieser Partie. Wir haben ja schon im Laufe des Spieltags auch ganz, ganz spannende Duelle gehabt. Und der erste Schuss hier ans Edelmetall von Dink. Da hatten wir ja am Freitag die Riesenklatsche, dann hatten wir gestern den überraschenden, finde ich, Sieg von Hollig nach dem Start gegen Augsburg. Aber mal sehen, was dieses Spiel hier so für uns parat hält. Naira hält jedenfalls hier Hagen die Null. Tari.
Und Rob Dali. Der macht's doch schlau. Lavi jetzt hier auf Tari. Und wieder versuchen sie hier den Ball nach vorne zu tragen. Finden da jetzt aber nicht die Lücke. Fehlpass. Andersson am Ball. Und auf Samuelsson. Da kommen für ihn zu wenige Leute mit. Jetzt Andersson hat den Weg gemacht. Könnte da auch Dink spielen. Aber so wird das dann doch nicht. Sari. Auf Biagi. Kilian Dame. Ja, da ist jetzt Lavi. Lavi legt ihn da auf Biagi. Tari. Na. Kein erfolgreiches Dribbling. Und bisher schenken sich beide Teams hier gar nichts. Man bekommt nicht so viele Torchancen zu sehen, aber wenn es dann welche gibt, dann sind sie immer vielversprechend. Und auch hier musste Naira sich ganz lang machen. Ah, da rutscht Biagi da rein, aber ohne Erfolg, Eisler. Biagi wieder. Nee. Ah, so wird das nichts. Lavi. Auf Dame. Gut geblockt. Der Aufprall von Dame sah dann wiederum nicht so gut aus. Ja, auf beiden Seiten drei Schüsse jeweils. Und Bonn möchte hier den nächsten nachsetzen, aber noch wird das hier nichts. Jetzt vielleicht über Lavi. Wieder ein Fehlpass. Die Pässe sind hier einfach viel zu kurz und viel zu schwach. Dame führt ihn schnell aus. Philippe Ressus auf Biagi und schon wieder verlieren sie den Ball. Hagen steht da schon sehr gut hinten. Bisher tun sich beide Offensivkräfte hier echt schwer. Bonn verspielt hier dann aber doch den ein oder anderen Pass. Mehr als die Gäste aus Hagen. Kilian Dame. Dame. So, Tari holt sich da den Ball. Bringt ihn auf Dame. Der legt ihn auf Lavi. Lavi, Lavi! In der 45. Spielminute. Der Boxer, wie man ihn kennt. Walid Lavi trifft zum 1:0. Und die Freude hier in Bonn ist riesig. Andersson. Andersson. Und damit geht's auch in die Halbzeitpause. Ein 1:0 für Bonn. So, das kann sich doch sehen lassen, auch wenn sich beide Teams hier echt schwer tun, wirklich
große Aktionen hintereinander zeigen. Er mit sehr vielen Fehlpässen belastet. Und da wären wir auch schon im zweiten Durchgang, hoffentlich mit weniger Fehlpässen. Aber werden wir mal sehen. Hagen muss natürlich jetzt das Tor machen, um hier auszugleichen. Hagen in den weißen Trikots von links nach rechts. Und Bonn müsste jetzt hinten erstmal dicht machen. Andersson auf Köpe. Dali mit dem nächsten Fehlpass und Köpe muss dazwischen gehen. Sehr rustikal, aber trifft den Ball, alles sauber. Okay, doch nicht. Schiri. Nee, doch. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte, er wollte sich ihn jetzt hinlegen zum Freischuss, aber nein, gab einen Einwurf. Hat er auch keinen Pfiff gehört. Ah, oh, Philippe Ressus rutscht da weg. Kotter, Samuel Sohn, da ist Andersson und Dink verspringt da den Ball und Dali wollte da nochmal hin. Oh, und was macht er denn da? Kirsipu und jetzt spielen sie sich den Ball immer hin und her. Den musst du doch irgendwann mal draufhauen. Dame bringt ihn jetzt auf Gerbig. Ja, Jesus auf Dame, wieder auf Gerbig. Der mit seiner Hacke. Jetzt Dewald. Dewald macht mal hier ein Solo. Und Lazar kann jetzt zum Einwurf klären. McCotter. Ja, jetzt auf Kiesipu. Das könnte gefährlich werden. Kirsipu auf Andersson und Hund. Eine ganz enge Kiste hier, Bärwinkel. Böpe bringt ihn auf Kirsipu. Sohn, Kirsipu. Jetzt Bär. Nee. Da fragt man sich, warum wartet die eigene Frau am Eingang, wenn doch die Eintracht hier mit 1-0 führt. Tari jetzt auf Masur. Das ist Tari. Und Kilian Dame. Schuss aus der Drehung. Sehr unpräzise. Beckenbauer kommt jetzt für Bärwinkel. Der Hagentrainer hat hier genug gesehen. Kotter mit der Einleitung des Angriffs, welchen hier Andersson direkt verspielte. Tari könnte rüberlegen. Macht er jetzt auch. Jesus jetzt wieder Tari. Macht den Solo, macht die Meter. Spielen rüber. Da ist Masur und da ist das 2-0. Tari legt das 2-0 vor und Masur schiebt ein. Das Mittelfeld von Bonn macht die Dinger. Anders kommt man hier nicht zum Schuss. Bonn führt hier mit 2-0. Jetzt holt sich Bonn hier wieder den Ball. Jetzt lassen sie ihr Hagen nicht mehr wirklich viele Chancen, wollte ich sagen. Und dann der nächste unnötige Fehlpass. Samuel Sohn. Das ist Ding auf Beckenbauer. Ja, einfach mal draufhauen.
Wir wissen, kommt jetzt hier aufs Feld. Ihr könnt auch vielleicht ein Nicken. Nee, das wurde hier nichts raus. Nee, steht sogar sowieso hinten. Jetzt Dame. Dame gegen mir wissen. Dame dreht ab und macht sie sicher. Tari auf Biagi. Biagi spielt ihn auf Wolfi. Biagi. Da ist Tari. Übers Tor. Ganz klare Geschichte. Und ja, vielleicht nochmal einen Elfmeter haben, aber da. Darüber reden wir jetzt gar nicht. So, Samuel Sohn mit dem weiten Ball. Wurde aber abgefangen. Ja, man sieht hier die Passpräzision, dass sie dennoch so hoch ist. Ja, okay, ne, wenn er halt sehr viele Kurzpässe spielt, so auf 1 Meter Distanz, da wirst du ziemlich wenig falsch machen. Aber jetzt mal der Solo hier von Biagi. Biagi auf dem rechten Flügel sucht da die Lücke. Ich weiß nicht, ob er noch selbst flanken wollte oder warum er da gezögert hat. Masur jetzt jedenfalls, da ist Jesus. Und wie gesagt, die Offensive hier, die trifft einfach gar nichts. Dennoch ist es ein Ergebnis, mit dem sich Bonn zufrieden stellen könnte, aber die Leistung, die man hier erbracht hat, auch wenn Hahn kein leichter Gegner ist, haben beide Teams hier nicht auf Top-Niveau performt. Das ist auch irgendwie verständlich, wenn man 3 Jahre lang nicht im Liga-Betrieb teilgenommen hat. Aber da sah man bei beiden im Pokal. Ja, wobei bei Hagen jetzt nicht. Hagen wurde, ja, es war, ne, es war Essen. Aber was Essen macht, das haben wir ja schon mal gesehen. Es wird halt wie gesagt für kein Team hier einfach. Hier ist Puh jetzt. Da ist jetzt Ehren auf Dame. Der sucht da Biagi. Findet ihn aber nicht. Andersson. Da ist Beckenbauer auf Dali. Beckenbauer. Hier ist die Puh. Hier ist die Puh. Mit Wiesen. Ding, Ding! Kurz vor Ende. Die Nachspielzeit ist schon längst vorbei und Ding macht das Tor. Sehr spät erst, aber er macht's. Und vielleicht lässt der Schiri ja noch etwas mehr nachspielen. Ein Treffer, mit dem ich nicht mehr gerechnet hätte. Dafür war mir Hagen in den ersten 90 Minuten echt zu passiv. Von daher wird auch der Sieg an Bonn schon in Ordnung sein, aber die 3 Punkte gehen verdient nach Bonn oder bleiben in Bonn. Da hätte man früher wach werden müssen. Da hätte man früher viel wacher sein müssen. Vielleicht das ein oder andere Gegentor verhindern können. Aber dafür hat man ja noch 25 weitere Spieltage, um wieder in Fahrt zu kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und tschüss.